Thronübergabe auf Niederländisch. Mit einer Unterschrift auf der Abdankungsurkunde übergab Königin Beatrix nach 33 Jahren die Macht an ihren Sohn. Zehntausende hatten seit dem frühen Morgen auf dem Platz vor dem Königspalast auf die Zeremonie gewartet. Auf dem Balkon dankte der neue König seiner Mutter, deren persönliche Entscheidung es war, zu diesem Zeitpunkt zurückzutreten. Liebe Mutter, wir sind dir äußerst dankbar. Gleichzeitig will ich auch im Namen der Königin allen Niederländern für die Unterstützung und das Vertrauen danken, das sie uns entgegengebracht haben. Weil wir für euch intens dankbar sein. Seit 1890 ist Willem-Alexander der erste König auf dem niederländischen Thron. Über 123 Jahre war das Königshaus fest in weiblicher Hand. In der Amsterdamer Neuen Kirche leistete Willem-Alexander vor den Mitgliedern des Parlaments, Bürgern und internationalen Gästen den Eid auf die Verfassung. Ich schwöre, dass ich die Freiheit und die Rechte aller Niederländer und aller Einwohner schützen werde und zur Aufrechterhaltung und Förderung des Gemeinwohls alle Mittel, die mir die Gesetze zur Verfügung stellen, anwenden werde. Seine Befugnisse hat das Parlament in den letzten Jahren immer weiter eingeschränkt. Er will jedoch dafür sorgen, sagte der jüngste König Europas, dass sein Land innerlich geeint bleibt.